schön, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist bei unserem Blick in die Bibel. Amen, freue mich sehr. Jetzt lasst uns mal aufschlagen zum 1. Korintherbrief, Kapitel 10, 1. Korinther, Kapitel 10. Na, worum geht's heute? Es geht um die kommende Krise. Denn, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aber viele machen sich Gedanken über den Winter. Kommt ein Kältewinter? Kommt ein Hungerwinter? Weil die Supply Lines zusammenbrechen, weil die Nachschubwege und die Versorgungslinien nicht mehr versorgt werden, ist ja jetzt teilweise schon der Fall. 1. Korinther Kapitel 10. Und dort heißt es in Vers 13, keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Also es kommen Probleme, aber Gott wird nicht zulassen, dass sie dein Vermögen sie zu lösen übersteigt, sondern er gibt dir auch den Ausweg, zusammen mit der Versuchung. Das ist ganz gut. Aber ich habe auch 2. Korinther Kapitel 1, Vers 8 gelesen. Hier ist die Rede davon, dass Gott uns keine Versuchung zumutet, die unser Vermögen übersteigt. Aber jetzt lies mal 2. Korinther Kapitel 8, Kapitel 1, Vers 8. Du musst nur ein paar Mal umblättern und dann bist du schon da. Da heißt es, wir wollen euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über unsere Bedrängnis, die uns in Asien widerfahren ist, dass wir übermäßig beschwert wurden, über Vermögen. Gerade haben wir gelesen, Paulus sagt, Gott wird euch nicht herausfordern und keine Herausforderung geben, keine Aufgaben stellen, die euch überfordern. Und jetzt kommt er an und erzählt hier, Gott hat uns über die Maßen, über Vermögen gefordert. Also der ist übermäßig beschwert und über Vermögen belastet. Du sagst, ja genau, so geht es mir auch, über Vermögen belastet. Paulus erzählt hier, Gott wird uns nur ein bisschen belasten, dass wir es packen. Das ist der Normalzustand. Normal ist es, dass du nicht versucht wirst über dein Vermögen hinaus und Gott dir einen Ausweg gibt. Gott Menschen in ein Leben bringt, die dir einen Ausweg geben. Oder durch seinen Geist dir Licht gibt, dass du eine offene Tür siehst und einen Ausweg siehst. Das ist normal. Aber es gibt auch eine unnormale Zeit und die hat Paulus erlebt. Paulus sagt, wir sind über Vermögen beschwert worden. Es gibt überhaupt keine Diskussion darüber, wir haben es nicht mehr gepackt, wir sind am Leben verzweifelt. Wir haben sogar selbst in uns das Urteil des Todes schon erhalten. In anderen Worten, wir haben uns aufgegeben, wir haben keine Lösung mehr gesehen, nichts mehr. In uns selber war keine Lösungsmöglichkeit mehr. Wenn Gott jetzt nicht eingreift, sind wir verratzt. Also ich habe mich auch schon ein paar Mal so gefühlt, wenn Gott jetzt nicht eingreift, dann bin ich verratzt. Hat irgendjemand sich sonst schon mal so gefühlt? Ah, doch, mehrere, gut. Für euch halte ich dann diese Botschaft heute nicht, weil ihr habt es ja offensichtlich überlebt, ihr seid ja jetzt hier. Aber für die anderen, für die Anfänger, ja, für die, bei denen bisher immer alles gut gegangen ist, die können ganz gut zuhören. Also, wir selbst hatten in uns das Urteil des Todes erhalten, dass wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Also sie haben keine Lösungsmöglichkeit mehr gefunden, Paulus hier. Zwar nicht mehr Oberkante Unterlippe, sondern Unterkante Oberlippe. Die haben, wenn sie nach Hilfe gerufen haben, nur noch gegurgelt. Dass wir nicht auf uns selbst vertrauten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Schau, als Paulus richtig in der Klemme gesteckt hat, hat er begonnen zu denken. An was hat er gedacht? An das Problem? Nein, er hat an die Auferstehung gedacht. Denn Jesus, als er tot am Kreuz hing und als er im Grab war, tot, eingewickelt, das Grab noch dazu verschlossen und versiegelt und bewacht, da kommst du nicht mehr einfach so raus. Durch schiere Willenskraft kommst du da nicht raus. Und an diese Dinge hat sich Paulus erinnert, dass auch wenn alles aus ist, Gott immer noch auf dem Thron sitzt. Er hat sich erinnert daran, dass Gott die Toten auferweckt. Vers 10 jetzt. Und er hat uns aus so großer Todesgefahr errettet und wird uns erretten. Auf ihn hoffen wir, dass er uns auch ferner erretten werde. Also ich sehe das so richtig.
den eckigen Kiefer von Paulus, wie er die Zähne zusammenbeißt und sagt, bei Gott, er wird uns rausholen, auch in Zukunft. Vers 11, wobei auch ihr durch das Gebet für uns mitwirkt, das von vielen Personen für das von uns verliehene Gnadengeschenk gedankt werde durch viele für uns. Paulus ist so angegriffen worden, weil er eine außergewöhnliche Begabung hatte, eine außergewöhnliche geistliche Ausstattung. Und die wollte der Feind mit allen Mitteln unbedingt zum Schweigen bringen. Deswegen ist er über Vermögen beschwert worden. Der Teufel hat seine Spezialtruppen ausgesandt, um Paulus zu vernichten. Und wisst ihr was? Er hat es nicht geschafft. Paulus sagt, Gott führt uns alle Zeit im Triumphzug umher. Und bei Gott, wenn wir mal völlig verzweifelt sind und ein Todesurteil empfangen haben und nichts mehr vorangeht, dann erinnern wir uns an die Auferweckung Christi, an die Auferstehung, dass Gott Tote auferweckt. Okay. Der Zentralpunkt meiner Botschaft ist folgender. Das Wort, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat, das ich euch mitteilen soll, ist folgendes. Ja, Krisen kommen. Krisen, die sich gewaschen haben. Aber Gott ist in dieser Krise mit dir und es werden Kräfte in dir freigesetzt, die zur Lösung dieser Krise dienen, aber, sag mal aber, erst im Moment der Krise. Dann, wenn es brennt, wird dir der Notausgang gezeigt, nicht vorher. Also ich kenne Leute, erfolgreiche Pastoren, die die Betriebswirtschaft studiert haben. Und Betriebswirtschaftler, die lieben Listen, die lieben Planungen, die wissen am liebsten schon, was in 30 Jahren genau passiert und entsprechend stellen sie da Pläne zusammen. Die haben bereits im zarten Alter von 20, 25 bereits gewusst, wo sie wohnen und wie viel Geld sie haben und was ihr Budget im Monat ist, wenn sie mal 50 sind. Nö. Du kannst das natürlich planen, aber wir kennen ja den alten Spruch, der Mensch denkt und Gott lacht. Der Mensch denkt und Gott lacht, genau. Es ist natürlich weise, vorauszuplanen, völlig klar, aber nicht übermäßig. Die Welt und das Leben ist nicht hundertprozentig planbar. Je eher du das akzeptierst, umso besser ist es für dich. Im 1. Mose Kapitel 8, Vers 22, da steht, was ist da passiert? Noah ist gerade aus der Arche getreten, hat Gott ein Opfer dargebracht, ein wunderbarer Regenbogen hat sich über den Berg Ararat gespannt und Gott hat in seinem Herzen sich gesagt, ich werde die Menschen nicht noch einmal durch eine Flut auslöschen, werde ich nicht machen. Von nun an alle Tage der Erde werden nicht aufhören. Saat und Ernte, es bedeutet Arbeit. Du säst auf Hoffnung hin, und dann hoffst du, dass sich da was tut, dass du eine Ernte irgendwann einfährst und dann kommt die Ernte und dann hast du wieder Arbeit und erntest. Arbeit. Arbeit wird uns in alle Tage der Erde nicht aufhören. Es wird immer was zu tun geben. Frost und Hitze. Frost ist, wenn es zu kalt ist. Hitze ist, wenn es zu heiß ist. Ne? Meine Frau liebt den Frost, ich liebe die Hitze. Ne? Sie hat einen roten Kopf, wenn es warm ist. Ich habe einen roten Kopf, wenn es zu kalt ist. Also Frost und Hitze sind auf jeden Fall Bereiche, in denen es nicht gemütlich ist, in denen es nicht angenehm ist. Amen. Wir hätten es viel lieber lau. Ne? Wir baden gern lau. Zu heiß und zu kalt ist nichts. Genau richtig wollen wir es haben, dass sich das Wasser so an uns anschmiegt und wir plätschern und es ist wunderbar. Aber wehe, es ist zu heiß und wehe, es ist zu kalt. Ganz schlecht, ganz schlecht. Und Gott sagt, es wird immer Zeiten geben, in denen es zu heiß ist und in denen es zu kalt ist. Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Die guten Zeiten werden sich mit schwierigen Zeiten abwechseln. Und nach den schwierigen Zeiten kommen wieder gute Zeiten. Das ist eh so und wird so bleiben. Und Tag und Nacht. Am Tag siehst du, was Sache ist. Und in der Nacht genau nicht. Stimmt's oder stimmt's? Manchmal kannst du sehen, ah ja, gute Zeiten liegen vor uns, wenn es so weitergeht. Und manchmal wird es plötzlich Nacht und du weißt nicht, wie du die Öllieferung bezahlen sollst. Ich habe neulich nachgeschaut, das heißt gestern oder wann es war, 3000 Liter Heizöl kosten jetzt 5200 Euro. Vor zwei Jahren habe ich für 5000 Liter 1500 bezahlt.
Da ist es dann wieder gut, wenn man irgendwie sich anders dabei helfen kann. Was es bei uns sein wird, müssen wir noch schauen. So, es sind Krisenzeiten. Du denkst dir, Mann, hey, was ist da los? Bei uns ist zum Beispiel Gas, also ihr wisst schon, Gas zum Verbrennen und so weiter für die Industrie und so, 9-mal so teuer als in den Vereinigten Staaten. Fragt sich warum, ne? Ja, so Dinge gibt's. Was machst du dann? Wenn Dinge passieren, die du nicht voraussehen kannst, dann kommen Krisen. In diesen Krisen ist es so, dass Gott immer noch mit dir ist und dass er dir die Antwort gibt. Aber er gibt dir die Antwort, er gibt dir die Lösung erst im Moment der Krise. Im Matthäus Kapitel 10, Vers 13, da sagt Jesus, wenn es wieder mal heiß hergeht für euch, wenn ihr zum Beispiel vor den Kadi geschleppt werdet oder wenn die Regierung euch verfolgt wegen eures Glaubens und sie verhaften euch und sie stellen euch vor Gericht, dann sinnt nicht darauf, was ihr sagen sollt zu dem Zeitpunkt, sondern es wird euch, sagt, was euch in dem Moment gegeben wird. Es wird euch in diesem Moment gegeben. Inspiration. Sag mal Inspiration. Sag mal dreimal Inspiration. Schau, wir lieben Information. Wir wollen genau wissen, wie es ausgeht. Gott gibt uns aber Inspiration. Er sagt uns, was wir tun sollen in der Krise. Und das tun wir dann glaubensvoll. Und jetzt habe ich noch etwas gelernt in dieser Woche. Es gibt das Phänomen des Frostkeimens. Es gibt Frostkeimer. Schon mal vom Frostkeimer gehört? Frostkeimer, ne? Frostkeimer sind Pflanzen, die erst Frost brauchen, die also so richtig die Krise brauchen, bevor ihr Potenzial sich entfalten überhaupt kann. Das fand ich richtig interessant. Zum Beispiel Winterweizen oder Roggen, Spinat, Christrosen. Mit denen wird es nichts, die blühen nicht, die entfalten ihr Potenzial nicht, die gehen nicht auf, zumindest nicht richtig, wenn sie nicht mal so richtig ordentlich vom Frost durchgeschüttelt worden sind. Die brauchen die Krise, um sich zu entfalten. Und ich sage dir mal was, manche von uns brauchen auch die Krise, um sich erst richtig zu entfalten. Die brauchen den Frost, das hat Gott so eingerichtet. Und es gibt noch was, es gibt Pyrophyten. Sagst du, Pastor, was ist ein Pyrophyt? Das ist ein Feuerliebhaber. Also ich meine jetzt keine Pyromanen, das ist wieder was anderes, das sind Zündler. Ein Pyrophyt ist ein Feuerkeimer. Zum Beispiel gibt es Korkeichen, die haben eine richtig dicke Korkschicht um sich herum, dass Feuer ihnen nichts anhaben kann. Warum haben die so eine dicke Schicht, warum wehren sich die gegen Feuer? Weil ihre Korkzapfen, also nicht ihre Korkzapfen, ihre Kiefern, Zapfen, die brauchen Hitze, die brauchen Feuer, damit die sich überhaupt öffnen und die Samen rauslassen. Die brauchen Feuer, sind Feuerliebhaber. Und manche von diesen Pyrophyten, manche von diesen Feuerkeimern, die brauchen richtig heißes Feuer, bis zu 1000 Grad heißes Feuer. Das ist Kronenfeuer, wenn der ganze Wald brennt, wenn alles lichterloh brennt. Die brauchen solche Krisen, damit sie ihr Potenzial entfalten. Die Mammutbäume im Westen der Vereinigten Staaten, kennt ihr die? Diese riesen Mammutbäume mit 13 Metern Durchmesser, also riesige Bäume, teilweise sind die Tausende von Jahren alt, 2000, die ältesten, soweit ich weiß, 3000 Jahre. Die haben auch so Tannenzapfen. Und die fallen runter von den Bäumen oder bleiben die liegen und die können 100 Jahre liegen bleiben und rücken ihren Samen nicht raus. Die liegen da langweilig rum. Bis was passiert? Bis der Wald um sie herum brennt. Und dann brennt der Busch wegen mir bei den Korkeichen. Das Feuer macht denen nichts aus. Die haben eine dicke Korkschicht um sich herum. Aber wenn das Feuer unten abgebrannt ist, dann öffnen sich die Samen und dann fangen die erst überhaupt an zu blühen. Dann wird's was neu, dann wird's was mit denen. Überleg dir das mal. Und ich behaupte, Gott hat es auch bei Menschen so eingerichtet, dass es manche gibt, die Frost brauchen, um aufzublühen. Und dass es manche braucht, die Feuer, bei manchen Feuer braucht, dass sie aufblühen. Manche von uns wissen das noch gar nicht, aber sie sind Pyrophyten. Ihre größte Stunde kommt erst in der größten Krise. Plötzlich, wenn die Krise richtig groß ist, besinnen sich die Menschen auf den. Und denken sich, ja, dem trauen wir zu, dass er es kann. Vorher, in guten Zeiten, hat man den überhaupt nicht beachtet.
Aber jetzt in der Krise, irgendwas spricht zu den Menschen, an den musst du dich wenden. Cincinnatus ist ein Römer gewesen, ein Bauer. Und als ein Krieg ausbrach, in der Römischen Republik vor der Kaiserzeit, als ein Krieg ausbrach, sind sie alle zu dem Cincinnatus gekommen und haben gesagt, Cincinnatus, du bist doch ein Mann, der sich mit dem Militär auskennt. Wir machen dich jetzt vorübergehend zum Diktator, führ du unsere Kriege und dann gibst du dein Amt wieder ab. Und das hat er gemacht. Der hat siegreiche Kriege geführt, hat die Feinde abgewehrt und dann, als er auf dem Höhepunkt seiner Macht war, hat er gesagt, okay, jetzt lass mal's gut sein. Als er Diktator war, als die ganzen Armeen hinter ihm standen, als er das ganze Land sich krallen hätte können, hat er gesagt, nö, mache ich nicht. Ich bin ein Republikaner, ich glaube an die Republik. Ich will, dass wir alle gehört werden und dass nicht nur einer den Takt vorgibt und alle, also einer sagt, springt und alle sagen, wie hoch. Sondern ich will, dass wir in einer Republik, in einer freien Gesellschaft leben. Gott segne Menschen, die so denken. Und er hat seine Macht wieder abgegeben. Und das hat er ein paar Mal gemacht. Cincinnatus. Nachdem hat sich die Stadt Cincinnati in Amerika benannt. Aber die waren Römer, kein Amerikaner. So, es gibt auch vorbildliche Typen in dieser Richtung. Die blühen erst auf, deren Gaben kommen erst so richtig zum Tragen, wenn es so richtig rund geht. Das ist gut. Und ich weissage über dir heute, wenn die Krise bei dir richtig rund geht, wenn es bei dir richtig abgeht, dann kommt Gott zu dir und gibt dir die Antwort. Christen sind Pyrophyten, Christen sind Feuerkeime. Denk an Matthäus Kapitel 10, Vers 13. Wenn sie euch triezen, wenn sie euch vor Gericht stellen, sind nicht drauf, was ihr sagen sollt. Ihr werdet plötzlich aufblühen und es wird euch gegeben werden, was ihr sagen sollt. In der Krise wirst du genau die Weisheit bekommen, die du brauchst. Und ich habe so viele gute Geschichten gehört von Leuten, die niedergemacht wurden und irgendwann hat dann daher das Ganze umgedreht und sie haben ihren Moment bekommen, an dem sie leuchten. Ja, so wie das bei Paulus auch war. Ei. Frost und Hitze, Sommer, Winter, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Diese Dinge werden nie aufhören. So, du kannst also mit der nächsten guten Zeit rechnen und du kannst mit der nächsten Krise genauso sicher rechnen. Wieso? Aber jetzt gibt es noch einen guten Vers, der steht in Jesaja 43, Vers 2. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir, und durch Ströme, sie werden dich nicht überfluten. Und wenn du durchs Feuer gehst, so wirst du nicht versenkt werden, du Korkeiche Gottes. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, Korkeiche. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Die Flamme wird dich nicht verbrennen. Wenn du also Angst vor der kalten Zeit hast oder Angst vor der Krise, vor der teuren Zeit, denk dran, in dem Moment werden dir die Antworten gegeben. Vielleicht ist es ja so, dass überhaupt nichts groß passiert, was dich herausfordert. Und du denkst, wo war jetzt genau die Krise? Und du hast es so gemeistert und so gelöst, dass du es gar nicht mitbekommen hast. Du warst sozusagen zu doof, um zu erkennen, dass da jetzt eine Krise war. Also ist es im positiven Sinn gedacht, ja? Finde ich gut. Ich wäre gerne in dieser Gruppe. Krise, was jetzt, wo jetzt? Amen. Okay, Krise. Weil wir gerade von Frost und Hitze und diesen Dingen geredet haben, vom Planeten, vom Zustand des Planeten. Diese Woche bin ich außerdem auf ein paar alte Schlagzeilen gekommen. Ich habe mir gedacht, die muss ich euch einfach jetzt mal anbringen hier. Fand ich nämlich richtig witzig. Der Boston Globe in den Vereinigten Staaten, also große, seriöse Zeitung, seriös, seriös. 1970. Luftverschmutzung in der Welt, Feinstaubpartikel in der Welt, verursachen eine neue Eiszeit spätestens bis ins Jahr 2000. Im 21. Jahrhundert ist es kalt. Und die Verbrenner, selber Artikel, die Verbrenner, die ganzen Autos, die entziehen der Atmosphäre jetzt 1970 mehr O2, also mehr Sauerstoff, als die Atmosphäre produziert. In anderen Worten, wir drücken uns selber die Luft ab. Und ich weiß noch, in den 70er Jahren haben die Autos wirklich noch gestunken. Da war wirklich viel, viel Not.
in Bezug auf Umwelt und so weiter. Da muss man schon was machen, definitiv. Aber sind wir in der Zwischenzeit erfroren? Danke für das donnernde Nein. Die Washington Post, das ist auch eine Qualitätszeitung, oder die Times Herald 1971, die haben also Wissenschaftler zitiert, das ist der Stand der Wissenschaft der damaligen Zeit, ihrer Tage. Es wird einen Temperatursturz geben um 3,5 Grad wegen Feinstaub, und zwar bis 2021. Die Atmosphäre wird sich um 3,5 Grad abkühlen, wegen dem ganzen Feinstaub. Also ist zum Glück nicht passiert. Geologen der Brown-Universität haben dem Präsidenten der Vereinigten Staaten 72 geschrieben. Wer war 72 der Präsident? Nixon, ne, Tricky Dick Nixon, so hieß der. Mr. President, es gibt eine natürliche Abkühlung, die eine zivilisationsbedrohende Klimaverschlechterung mit sich bringt. Okay. Time Magazine, 74. Die Welt wird seit 30 Jahren immer kühler. Seit 1940 ist die Welt um 1,5 Grad kälter geworden. Ist der Stand der Wissenschaft von damals. Die haben das nicht zusammenfantasiert, sondern das haben die aus den entsprechenden Geologie-Seminaren und so weiter übernommen. Die University of Columbia, 71. Es gibt bereits 12% mehr Eis auf der Nordhalbkugel. Die kanadische Baffin-Insel war sommers eisfrei, jetzt ist sie ganzjährig vereist. Also es ist nicht nur ein Artikel, der da mal war, sondern Eiszeit war eine akzeptierte Folge des Lebens von damals. So wird es zugehen. Amen. Und dann die Associated Press 1989, eine AP-Artikel, ein UN-Experte, der sagt, bis zum Jahr 2000 werden ganze Nationen weggerafft wegen des steigenden Meeresspiegels. Und die Bild-Zeitung hat 2007 getitelt, wir haben noch 13, ihr wisst schon, Unglückszahl, wir haben noch 13 Jahre, um die Erde zu retten. Damals hat sogar der Spiegel noch gesagt, das ist Hysterie. Heute würde das so nicht mehr sein. Heute ist der Konsens, dass es immer heißer wird. Aber ich sag mal, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, diese Dinge werden sich immer abwechseln. Bis eine Zeit kommt, von der Weisheit Jesus in Lukas, in der Endzeitpredigt dort, er sagt, tatsächlich werden die Kräfte des Planeten eines Tages mal außer Kraft gesetzt werden oder die werden anfangen zu wackeln. Ja, die Kräfte des Planeten werden anfangen zu wackeln. Diese Dinge, die werden tatsächlich stattfinden. Aber ob wir im Moment so weit sind, das ist noch nicht völliger Konsensus. Nur eines steht fest. Im Moment der Krise wird Gott uns die Antwort geben, was zu tun sein wird. Amen. Halte ich für wichtig. Das ist also der wichtigste Punkt heute. Erst im Moment der Krise sagt Gott zu uns, was wir sagen werden. Ich weiß aus der Corona-Zeit jetzt, wir haben von allen möglichen Leuten Zuschriften bekommen. Pastor, was tun? Krise hier, Krise da. Mein Arbeitgeber verlangt dies von mir. Mein Arbeitgeber verlangt jenes. Was soll ich machen? Im Moment ist es noch nicht so, aber es zeichnet sich ab. Die Krise kommt. Und ich habe schon damals darüber gebetet und den Leuten gesagt, dann, wenn die Krise da ist, wird Gott dir zeigen, was du machen sollst, was in dem Moment das Richtige ist. Ich kann dir jetzt nicht sagen, was dann das Richtige sein wird. Das kann ich auch jetzt nicht. Ich kann dir keinen Plan geben für dein Leben. Den musst du selber erhorchen von Gott. Amen. Aber über eines besteht Klarheit, es werden Krisen kommen. Es werden auch wieder gute Zeiten kommen. Und du kannst in der Krise eine gute Zeit haben. Amen. Frag mal Israel während der Plagen in Ägypten. Frag mal Noah, während die Welt um ihn herum unterging. Müssen wir uns immer wieder in Erinnerung rufen. Für Noah ging es nach oben, während es für den Rest der Welt nach unten ging. Und warum? Weil Gott das so eingerichtet hat. Im Moment der Krise kam Gott zu Noah und hat gesagt, Noah, bau eine Arche, denn es wird regnen. Noah sagt, was ist Regen? Das ist, wenn Wasser von oben nach unten fällt und nicht mehr nur Tau sich bildet. Bisher war es nämlich so, es hat nicht geregnet damals. Es war eine völlig andere Geologie damals. Und Noah heißt, von Furcht bewegt, baute eine Arche. Im Moment, in dem die Krise sich angekündigt hat, hat Gott ihm gesagt, was er tun soll, nicht vorher. Sag mal mit mir, nicht vorher. Und auch die Krisen, die unser Land, die unsere Gesellschaft jetzt durchleben wird. Gott hat bereits Davids, Gott hat bereits Leute
die er jetzt Schulden macht und tut, vorbereitet, dass sie in der Krise ihren Moment haben, dass sie in der Krise hervorkommen. Aber es muss erst die Krise kommen, es muss erst richtig schlimm sein. Das Problem ist folgendes. Lass mich mal kurz auf Saul eingehen. Wir finden seine Geschichte, den wichtigsten Teil, für uns heute wichtigsten Teil, im 1. Samuel Kapitel 9 und Kapitel 10, vor allem Kapitel 10, die ersten Verse. Damals war es so, dass Samuel, dieser gewaltige Mann Gottes, Prophet, Richter, Priester, dass der alt geworden ist. Eine Ära ging zu Ende. Er wollte sie verlängern, indem er seine Söhne eingesetzt hat. Aber seine Söhne waren korrupt. Seine Söhne haben das Rechtssystem ins Wanken gebracht. Wenn nämlich Eigentumsrechte nicht mehr geschützt werden, dann verzweifeln die Leute, dann investiert keiner mehr was. Denn du weißt ja nicht, für wen du arbeitest. Zum Schluss kommt die Regierung oder der Richter und der zweigt einfach ab und sagt, so, wir sind jetzt mal gerecht. Drei Viertel für mich, ein Viertel für dich. Und du bist der, der gearbeitet hat. So, die Leute werden unruhig. Und dann haben sie auch noch wirtschaftliche Probleme. Der Vater von Saul, Kisch und Co., diese Agrarfirma, die geht durch eine schwierige Zeit. Warum? Die Eselinnen sind ihnen durch. Also die Produktionsmittel sind weg. Und jetzt schickt Kisch seinen Sohn Saul aus, um die Eselinnen zu suchen. Wir haben es hier mit einer Krise in dieser Gesellschaft zu tun. Die Justiz taugt nichts mehr, es gibt keinen König, es gibt kein gutes Rechtssystem mehr. Das Rechtssystem ist völlig lächerlich. Die richtigen Leute werden für die schlimmsten Verbrechen praktisch nicht bestraft, kriegen einen Schlag auf die Finger und das war's dann. Andere, die werden dafür mit dem Gummiknüppel massiert, dass es blutet aus Nase und Mund und Ohr, obwohl die eigentlich ganz harmlos sind. Solche Zeiten kommen da und die Leute, die denken sich, was ist hier los? Unsere Justiz, die ist nicht gut. Wirtschaftlich geht es uns schlecht. Und da rufen sie, hör mal, da rufen sie nach dem starken Mann. Lieber von einem regiert werden, der sagt, was wir machen sollen, als im Chaos, im anarchischen Chaos hier wirtschaften. Mit Kronleuchtern und Armleuchtern an der Macht. Gut, dieses Problem haben die jetzt. Und da kommen sie zu Samuel und sagen, deine Söhne sind korrupt, die Justiz ist nicht mehr gut, wir haben wirtschaftliche Probleme, wir haben Probleme von außen. Die Philister bedrängen uns, die Ammoniter bedrängen uns, wir haben Kriege zu führen, wir haben Probleme. Wir wollen einen starken Mann. Und Samuel ist wirklich sauer. Er sagt, ihr braucht keinen starken Mann, ihr braucht keinen König. Was ihr braucht, ist vielmehr Gott. Ihr müsst euch ans Gesetz halten. Gott will, dass ihr vom Gesetz regiert werdet, nicht von den Launen eines Diktators. Und die sagen, nein, sie lassen sich jetzt nicht schauen, sie müssen jetzt auf die Inspiration vertrauen. Sie lassen sich nicht einen neuen Richter schenken, den Gott in seiner Souveränität irgendwo pflückt aus der Menge des Volkes, sondern sie wollen planen. Sie wollen, dass der König wird und dann auch sein Sohn und dann wieder sein Sohn. Sie wollen nicht Inspiration, die wollen Information. Planbarkeit. Wenn du zu viel Planbarkeit brauchst, dann kannst du nicht wirklich im Glauben leben. Ich weiß, das klingt furchtbar, aber es ist so. Gott hat da gar nichts dagegen, dass du abhängig bist von ihm. Hast du das gehört? Das bedeutet, manchmal stehst du vor der Wand und weißt nicht, wie es weitergeht. Und entweder Gott öffnet die Tür oder du, bunk, haust dir den Kopf an. Und dann muss die Tür aufgehen. Und bei Paulus ist er aufgegangen, wir sind am Leben verzweifelt und plötzlich war doch das Richtige da. Dann hat Gott Schlüsselleute, an Schlüsselpersonen, die dir zum richtigen Zeitpunkt das Richtige sagen. Oh, ich bete und ich vertraue Gott drauf, dass Gott dir jetzt im Moment die richtigen Leute ins Leben bringt. Die dir die richtigen Sachen zur richtigen Zeit sagen. Der Herr arrangiert es jetzt schon. Ich fühle es in meinem Herzen ganz stark. Aber diese Leute sind vollkommen unauffällig, vollkommen unauffällig. Sind keine großmächtigen Prediger, sind keine Chefs, sind nicht reich, sind einfach Mitarbeiter oder Untergebene, manchmal vielleicht sogar Kinder. Schlüsselpersonen. Okay, wie geht's jetzt weiter? Samuel ist sauer, aber er geht zu Gott und Gott sagt zu ihm, ja, sie wollen so, gib ihnen einen König. Und jetzt kommt Saul ins Spiel.
Saul wird von seinem Vater losgeschickt, dass er Eselinnen sucht. Er soll Eselinnen suchen, nicht ein Königtum, Eselinnen. Er soll sich bitteschön um die wirtschaftlichen Probleme der Firma kümmern und nicht national denken, Politik machen oder so. Das ist seinem Kopf völlig entfernt. Da denkt er gar nicht dran. Und so geht er jetzt durch Feld und Tal und Wald und Flur und er findet diese Eselinnen nicht. Also, sie strengen sich an, sie haben eine Krise, aber es wird ihnen nicht geholfen. Und jetzt passiert was Interessantes. Jetzt sagt Saul zu seinem Diener, der mit ihm zusammengeht, seinem Angestellten eigentlich, sagt er, lass uns wieder heimgehen, der Papa macht sich bestimmt schon Sorgen über uns, den Verlust der Esel verkraftet er, der macht sich Sorgen über uns, lass uns heimgehen. Und jetzt sagt der Diener etwas. Der Diener ist jetzt die Schlüsselfigur. Ohne diesen Diener hätte Saul sein Königtum wohl nicht so angetreten. Der Diener sagt, du, in dem Dorf hier, da wohnt ein Prophet, ein Mann Gottes und es passiert wirklich, was der sagt. Und Saul sagt, lass uns bei dem vorbeischauen. Und sie machen das. Und sie treffen Samuel. Und Samuel, bei dem übernachten sie, Samuel ist sehr freundlich zu ihm und er sagt, oh, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich. Gott hat mir eine Offenbarung über dich gegeben. Schau, dieser Diener ist jetzt die Schlüsselfigur gewesen für den Saul. Ein Untergebener, ein Angestellter, ein Niemand hat ihm den richtigen Tipp gegeben. Und Gott bringt auch in dein Leben Menschen, die dir den richtigen Tipp geben, zur richtigen Zeit. Und dann plötzlich ist er mit der richtigen Person zusammen, mit dem Samuel, der wirklich helfen kann. Und Samuel, früh am Morgen, geht mit ihm, mit Saul, auf das Hausdach. Ihr wisst schon, die haben da Flachdächer. Und er gießt das Salböl auf seinen Kopf aus und er sagt, du bist der nächste König Israels. Du bist der König, du bist der Mann für die Stunde. Und dann sagt er weiter, wenn du jetzt von mir weggehst, weil Saul ist völlig verdattert, er sagt, was jetzt? Israel ist in einer Feuerzeit. Israel ist in einer Zeit der Justiz und der politischen und der wirtschaftlichen Krise. Es ist kalt, frostig oder es ist heiß, je nach Perspektive, für Israel. Und jetzt kriegt unser Saul seinen Frost oder seinen Hitzetouch und jetzt blüht er auf. Und Samuel hilft ihm dabei. Er sagt, wenn du von mir hier weggehst, das können wir nachlesen in 1. Samuel Kapitel 10 und so, wenn du von mir hier weggehst, dann wirst du Leuten begegnen. Sie werden dir entgegenkommen, ein paar Leute werden dir entgegenkommen und sie werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden. Euer Vater macht sich Sorgen um euch. So, während Gott also für Israel das Problem löst, ihnen einen König gibt, löst er auch das eigentliche Problem, wegen dem Saul ausgezogen ist, nämlich die Eselinnen. Er mutet dem Vater Kisch Angst und Furcht um seinen Sohn zu, denn das waren kriminelle Zeiten damals. Gott mutet dem Mann Härten zu, während er seinen Sohn zum König macht. So wenn also deine Kinder mal verschwinden und du nicht weißt jetzt, wo sie sind und sie melden sich einfach nicht, dann verzweifelst du mal nicht. Vielleicht gibt der Herr ihnen ein Königtum. Amen. So manchmal kann es so sein, dass die von deiner Bildfläche verschwinden. Aber das heißt nicht, dass Gott fertig ist mit ihnen. Vielmehr betest du dann für die. Amen. Vielmehr betest du für deine Kinder. So wie Kisch das für Saul gemacht hat, für seinen Sohn. Und dann kam er zurück, nicht mit Eselinnen, aber mit einem Königtum, das viel besser war. Aber wir halten mal fest. Gott sagt, ich löse dein eigentliches Problem auch. Er hat dieses Problem von Saul hergenommen, die Eselinnen zu suchen, und hat ihn dirigiert. Saul wusste das nicht, dass er in der Krise dirigiert wird, aber er wurde trotzdem dirigiert. Gott hat aus diesem Problem einen Segen gemacht. Und Gott will, dass genau du dasselbe, dass du dasselbe bekennst. Gott möchte, dass du dasselbe bekennst. Herr, du machst aus meinem Problem einen Segen. Du sagst, ja, aber ich habe schon viele Probleme erlebt und die sind kein Segen geworden. Genau, weil du ohne Glauben an die Sache herangegangen bist. Ich bete und bete und werde nie erhört. Nein, du musst mit Glauben beten. Dann wirst du erhört, weil gebetet wird viel, erhört wird wenig. Aber alles, was im Glauben gebetet wird, wird erhört. So, wenn du also von Gott hörst, ja, dann ist es schon mal gut. Und dann kannst du auch kraftvoll beten. Also sag es, danke Herr,
Auch wenn ich in der Krise bin, du benutzt diese Krise und du lässt diese Dinge mir zum Besten wirken. Danke, Herr, dass du mich mit den richtigen Leuten im richtigen Moment zusammenbringst. Das ist mein Glaubensbekenntnis. Du, Herr, regierst. Amen. Naja, und genau so passiert es dann auch. So, Saul weiß jetzt, oh, die Eselinnen sind gefunden. Warum weiß er das? Weil es der Prophet ihm sagt. Und dann passiert noch was. Du wirst drei Männern begegnen, die in den Gottesdienst unterwegs sind nach Bethel, ins Haus Gottes da. Hat ja seinerzeit Jakob gegründet, ihr wisst schon, diese Gemeinde dort. Und die geben dir dann zwei Brote, die sollst du von ihrer Hand annehmen. Ich merke da, dass Saul nicht auf seinen Vorteil bedacht war. Er hätte sich ja sagen können, ich bin der zukünftige König, ich kann hier gleich mal Steuern einsammeln. Hey du gibst mir jetzt ein Böckchen und du gibst mir drei von deinen fünf Broten oder wie viel das er hat. Und du, von dir nehme ich auch was. Den Wein hier, den nehme ich auch. Macht aber alles nicht, sondern er lässt sich das schenken. Denn Samuel sagt zu ihm, die bieten dir das an, nimm es aus ihrer Hand an. Wir lernen hier den Charakter dieses Königs kennen. Er ist ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter bei seinem Vater. Bist du auch verantwortungsbewusst dort, wo du bist? An der Stelle, an der dich Gott dich gesetzt hat. Bist du ein verantwortungsvoller Mitarbeiter? Zweitens, er war nicht geldhungrig. Man musste ihm was anbieten und dann musste Samuel zu ihm sagen, nimm das auch. Weil er hätte wahrscheinlich aus lauter Bescheidenheit gesagt, nein, danke. Das ist gut. Du willst eine Regierung, die nicht dein Geld will. Sagen wir immer Namen. Sondern deinen Nutzen mehren möchte. Na, bete ruhig mal, Herr, gib uns eine Regierung, die uns den Nutzen mehrt und nicht unser Geld will. Und das Dritte ist sehr interessant. Er kommt dann zur Höhe, zum Hügel Gottes bei Gibea, auf dem Wachtposten der Philister sind. Und ich dachte mal, auf dem Hügel Gottes sind Wachtposten der Philister? Auf dem Hügel Gottes soll gefälligst seine Gemeinde stehen und nicht Wachtposten des Feindes. Im Heiligen Land gab es Hügel. Hügel sind immer Orte der Autorität. Autorität der Macht. Wenn du von oben runter, vom Hügel aus, von der Hügelkrone aus runter verteidigst, ist viel leichter, als nach oben zu stürmen. Stimmt das? Deswegen sind Burgen nämlich nicht im Tal, sondern auf dem Hügel. Damit die Angreifer es schwer haben. Unter ihrer Rüstung schwitzen, während sie da hochbuggeln. Während die Verteidiger nur ihre Steine runterwerfen müssen. Die fliegen dann von selber runter. Also Hügel Gottes, auf denen der Feind sitzt. Und ich sag mal, auch in unserem Land sind auf den Hügeln Gottes Wachtposten der Philister. Was sind Hügel Gottes? Die Regierung, die Medien, ihr wisst schon, Kultur, Bildung, alle diese Dinge. Wo wird dann noch Gott verherrlicht, sag mal? Und Gott hat jetzt einen Saul, der dafür sorgen wird, dass alle diese Hügel Gottes wieder eingenommen werden. Für den Herrn. Aber noch ist es nicht so weit. Noch geht der zukünftige König am Hügel vorbei, schaut drauf zu dem Wachtposten der Philister und denkt sich, ihr seid dran demnächst. Sagt schon mal auf Wiederschauen, blickt euch um, denn ihr werdet nicht mehr lang da sein. Und der Prophet sagt, dort werden dir Propheten entgegenkommen mit Lobpreisband, die vor ihnen herzieht. Und dann wird der Geist Gottes auf dich kommen und du wirst umgestaltet werden in einen neuen Menschen. Schau, das ist der Hitze-Touch, der ihn umgestaltet, der sein Potenzial aufschließt und ihn zum König macht. So, wir haben es also in Israel mit einer richtig dicken, fetten Krise zu tun. Wirtschaftlich, regierungsmäßig, justizmäßig. Der Feind ist im Land und beherrscht das Land. Und jetzt kommt einer und wird von dieser Hitze angerührt und in einen anderen Menschen verwandelt. Dieser Satz, und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden, das ist der Moment, in dem der Feuerkeimer beginnt zu keimen, weil das Feuer eben groß genug ist, stark genug ist. Manchmal muss es erst schlimmer werden, bevor es besser wird. Aber ich sage dir mal eins, du bist Gottes Feuerkeimer. Du bist Gottes Frostkeimer. Du bist Gottes Tulpe und Lilie. Das sind auch alles Frostkeimer. Und Spinat, mit viel Eisen. Amen, Halleluja. Gut, wichtiger Punkt, halt mal fest. Gut, wie geht es dann weiter für unseren Saul? Saul ist jetzt also gesalbt.
Saul wird dann eingesetzt, vor allem vor dem ganzen Volk als König. Und was macht Saul dann? Er geht wieder heim und ist weiterhin Bauer, so wie Cincinnatus. Der Römer, ihr wisst schon, von dem haben wir heute schon geredet. Der hat weiterhin gepflügt, bis dann plötzlich Ammoniter ankommen und Jabesh in Gilead belagern. Und das ganze Volk heult, ach, es ist so schlimm. Was machen wir nur, was machen wir nur? Der Feind ist ins Land gekommen und er bedrängt diese Stadt. Jammern, jammern. Das Volk Gottes, das jammert, ist ein wertloses Volk Gottes. Das passt, das ist aber ziemlich heftig. Jesus sagt, Salz, das seinen Salzgehalt verloren hat, mit dem macht man was? Das schmeißt man raus. Aber es gibt einen, der salzig ist. Saul, der Salzige. Salty Saul. Was passiert? Der kommt durchgeschwitzt heim vom Feld und er sieht, dass alle heulen und flennen und machen und tun. Ihr wisst schon, Asche in die Luft schmeißen und sich beklagen. Es ist so schlimm, es ist alles so schlimm, es ist so schlimm, so schlimm. Und Saul sagt, was ist los? Ja, die Ammoniter, die haben Jabesh überfallen. Oh, ist das nicht schlimm? Und da passiert es. Saul beginnt seine ersten Früchte zu tragen. Der Geist Gottes kommt über ihn und er wird zornig. Es gibt auch einen heiligen Zorn Gottes. Und dieser heilige Zorn, der kommt über Saul und der nimmt ein Joch Ochsen her, haut ihn in Stücke, verschickt ihn ganz Israel und sagt, wer nicht hinter Samuel und Saul herzieht, dessen Vieh wird es genauso gehen. Und die Furcht des Herrn fiel auf das ganze Land. Wir haben es mit einem Diktator zu tun, der mit harter Hand regiert. So haben sie es gewollt, so kriegen sie es. Und alle versammeln sich dann hinter Saul und er führt seinen ersten Krieg. Und er siegt triumphierend. Er triumphiert. Und dann erneuern sie das Königtum, denn jetzt hat er Resultate. Jetzt hat er Resultate. Jetzt sieht man Resultate und die Resultate, die festigen seinen Ruf als König. Schau, du nimmst zu an Achtung bei den Leuten, wenn du Probleme löst. Wenn du keine Probleme löst, bist du dann wirklich Salz. Wenn du Probleme für andere löst, dann wirst du merken, wie du steigst in der Achtung. Das ist wichtig. Manche von uns sind faul. Ich weiß das, weil ich auch mal faul war. Manchmal bin ich immer noch faul. Manchmal bin ich sogar absichtlich faul. Manche kichern, ihr wisst ganz genau, wie das ist. Okay, aber alles, was gemacht werden muss, muss gemacht werden und wird getan. Nur, wenn du grundsätzlich dich daran gewöhnst, nichts zu tun oder zu wenig zu tun, dann wirst du zum Angeber. Denn du möchtest ja leuchten, aber du hast nichts zum Leuchten. Du leuchtest nicht von dir aus, also muss dein Mund leuchten. Also dich leuchten lassen. Aber die meisten merken natürlich, dass das alles nur Schall und Rauch ist und nicht wirklich was dahinter ist. Aber in dem Moment, in dem du Probleme löst, das Problem für jemanden löst, bist du die Königin und der König. Amen. Oh, ihr Lieben, da gibt es noch so viele interessante Dinge drüber zu sagen. Ja, genau, Feuerkeimer. Mein letzter Punkt für heute. Nein, lass mir Folgendes noch ganz wichtig sagen. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt. Wir müssen beten für die Christen im Land, dass die Feuer- und die Frostkeimer das richtige Maß an Feuer und Frost abbekommen. Denn sonst liegen die 100 Jahre lang rum und es tut sich nichts. Aber auch nicht mehr als das notwendige Maß an Frost und Hitze. Paulus greift den Gedanken auf. Er sagt, Gott wird euch nicht mehr zumuten, als ihr vermögt. Aber er wurde Übervermögen beansprucht, ihr wisst schon, und dann hat Gott eingegriffen. So, das ist wichtig. Wir müssen dafür beten, dass die Menschen nicht über Vermögen beansprucht werden und auch nicht zu wenig, sondern dass genau das richtige Maß Krise über sie kommt, dass das Problem gelöst wird, beziehungsweise dass sich ihr Potenzial aufschließt. Amen. Oh Leute, das ist wichtig. Dafür beten wir heute Abend und am Mittwochabend, dass das richtige Maß an Krise zu den Einzelnen kommt, dass ihr Potenzial aufgeschlossen wird und sie anfangen zu blühen, der innere Saul aus ihnen herauskommt,
der innere Elia aus ihnen herauskommt. Wisst ihr, dass auch Jesus ein Feuerkeimer ist? Jesus ist am Kreuz gestorben, dann ist er beerdigt worden und er hat in der Hölle für unsere Sünden gelitten, dort ist es heiß. Und dann kam er raus und dann erst hat er richtig weltweit losgelegt in Form seiner Gemeinde, der Leib Christi. Also erst Kreuzigung und Tod und die Flammen haben Jesus so richtig zu dem gemacht, was er jetzt ist. Hammer, oder? Ein Pyrophyt, Jesus ist ein Pyrophyt. Schau, Jesus wird in Ewigkeit der einzige Mensch sein, der jemals in der Hölle war. Also der einzige im Himmel sein, der jemals in der Hölle war. Er ist einzigartig in jeder Hinsicht. Aber wir, die christliche Gemeinde, ist aus dem Feuer herausgeboren worden. Aus dem Feuer, das der Christus ausgehalten hat. Und Gott, der Herr, der Vater, hat ihm das richtige Maß an Gnade und Kraft gegeben in den Stunden seiner Krisen. Denn Jesus hatte ja einige. Amen. Also, du musst dein Herz in beide Hände nehmen. Ob das jetzt ein Hungerwinter wird oder ein Kältewinter, das wissen wir nicht. Für manche wird es das ganz bestimmt, für viele wird es eine große Krise sein. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das Innenministerium hat bereits, oder das Verteidigungsministerium, hat bereits eine neue Kommandostelle eingerichtet, territoriale Verteidigung. Polizei hat Satellitentelefone bekommen. Schau, die funktionieren auch da noch, wenn man die Handys abschaltet. Wenn man die Masten alle abschalten tut und das Internet abschaltet, dann kannst du immer noch über Satellit telefonieren. Ich denke mir, warum machen die das? Ja? Was haben die da? Was planen die? Es findet eine Militarisierung der Polizei statt. Das ist in Amerika schon lange der Fall, aber hier ist es auch der Fall. Na, da sind ganz eigenartige Dinge passieren da. Da müssen wir jetzt nicht mehr näher drauf eingehen, aber die Regierung rechnet damit, dass es heiß hergeht. Wir haben jetzt in der Vergangenheit gesehen, wie der fahle Reiter durchs Land reitet mit der Pandemie. Jetzt sehen wir, dass der schwarze Reiter der Teuerung durchs Land reitet. Ich habe auch einen Zettel bekommen, ein Schreiben des Gasversorgers hier. Unsere Gasrechnung, die hat sich jetzt als Gemeinde für die Gemeinde hier verdoppelt. Gaspreis hat sich verdoppelt. Wow. Strompreis, müssen wir noch schauen, was sich da tut. Aber da tun sich Dinge, Leute werden es nicht bezahlen können. Wir werden es bezahlen können, in Jesu Namen. Aber manche werden das nicht können. Und wie gesagt, die Regierung baut schon vor, an manchen Orten mit Wärmehallen, wie man das im 19. Jahrhundert gemacht hat. Wenn die Leute sich die Heizung nicht mehr leisten können in den großen Städten, gibt es Wärmehallen und so Zeug. Ich denke mal, wo sind wir denn? Es müsste alles so nicht sein. Ja, Energie könnte spottbillig sein. Es gibt für lange, lange Zeit noch viel, viel Öl in der Erde. Und es gibt für Jahrhunderte, ja Jahrtausende Uran und andere Dinge in der Erde, Thorium und so. Man müsste da halt nur sagen, okay, gut, forschen wir in diese Richtung weiter und bauen in diese Richtung weiter, dann könnten wir viele Dinge machen, weil Energie spottbillig wäre. Ist es aber nicht. Und jetzt planen sie, jetzt sorgen sie vor, nicht, dass irgendwie wir wieder Energie haben, sondern dass für den roten Reiter sorgen sie jetzt vor. Was ist der rote Reiter in der Bibel? Offenbarung Kapitel 6, Abvers 3, 4, 5. Der rote Reiter ist der rote Reiter der inneren Unruhen des Bürgerkriegs. Und ich kratze mich da schon am Kopf, wenn ich denke, dass sie für sowas sich vorbereiten, anstatt den Problemen, Energieproblemen und so, Abhilfe zu leisten. Bringt mich zum Nachdenken, bringt mich aber auch zum Beten. Denn in diesen Zeiten der Krise, ihr Lieben, in diesen Zeiten der Krise wird eine Erweckung stattfinden in unserem Land. Menschen, die jetzt noch überhaupt nicht sichtbar sind und auf dem Radarschirm sind, die werden hervorkommen und die werden Gottesmenschen sein, Männer und Frauen, die Gott dann zur richtigen Zeit an die richtigen Positionen bringen wird. Und er wird es tun. Und für dich in deinen Kreisen, du wirst zur richtigen Zeit die Antwort wissen, die Lösung wissen. Sagen wir nochmal Inspiration. Wir wollen Information und Gott gibt uns Inspiration. Was denkt er sich dabei? Naja, er will, dass wir glauben. Amen, okay, gut. Aber jetzt ist gut, lass uns die Augen zumachen. Vater, wir haben dein Wort gehört. Und Vater, so bitten wir dich jetzt für unser Land und für uns als Gemeinde und für die Christen in unserem Land. Herr, dass es nicht so ist, dass sie über die Maßen beschwert werden, dass sie davonlaufen, wie Elia das tat, als mal zu viel Druck auf ihn ausgeübt wurde durch Isabel. Und dann Schwierigkeiten kamen für Israel. Vater, wir bitten dich vielmehr, dass das richtige Maß an Druck ausgeübt wird,
das richtige Maß an Frost und an Hitze kommt und nicht zu viel. Vater, wir appellieren und führen an als deine Verheißung 1. Korinther Kapitel 10, Vers 13, dass wir nicht über Vermögen gefordert werden, sondern du uns mit der Herausforderung, mit der Versuchung, die Lösung, den Ausweg geben wirst. So, Vater, bitten wir dich, nicht zu viel und nicht zu wenig, genau richtig, und nicht länger als notwendig, Herr. Und Vater, wir beten für deine Schlüsselpersonen und für die Retter, die du vorbereitest. Und da gehören wir alle dazu, jeder einzelne von uns. Vater, bring tatsächlich Schlüsselpersonen in unser Leben hinein. Vater, wie diesen Diener bei Saul oder wie dieses Mädchen für die Sklavin, für den Naaman, die ihm mitgeteilt hat, dass es einen Propheten in Israel gibt, dessen Gebete erhört werden, der dann geheilt worden ist von seinem Aussatz. Vater, gib uns solche Schlüsselpersonen. Oder die besessene Sklavin in Philippi, Herr, die letztendlich schuld dran war, dass seine Gemeinde entstand. Vater, wir bitten dich, dass du diese Leute bringst, in unseren Orbit bringst und dann die richtigen Dinge zur richtigen Zeit am richtigen Ort sagen lässt, Herr, damit wir die richtige Information bekommen und durchbrechen zum Sieg und auf der Triumphstraße wandeln, so wie du das willst. Vater, wir preisen dich und danken dir und verherrlichen dich und loben dich, Herr. Und stehen da stehen vor deiner Allmacht, Vater, in Ehrfurcht. In Jesu Namen. Amen.